Na, Lisbeth? Schon was gefunden? Ich bin noch am Überlegen. Ich bräuchte was für die Silberhochzeit bei Stettner. Also ich kann nicht immer mit meinen Cremefarbenen daherkommen. Aber es dürfte nichts allzu Aufwendiges sein. Wir sind nämlich momentan ein bisschen knapp bei Kasse. Na ja, könntest du wieder mal was brauchen. Aber du kriegst natürlich deinen Spezialrabatt. Ja. Das letzte Mal, wie wir da waren, da habe ich eins auf der Stange gesehen bei dir. Das wäre genau das Richtige gewesen. Graue Seide mit Tupfen und so ein großer, schräger Revers-Kragen mit einer Kamelie hier. Ich weiß schon, was du für uns meinst. Ist noch da? Nein, das ist auch mit weggekommen bei dem großen Diebstahl. Was für ein Diebstahl? 25, 35, 36, 38, 42, 43, Michael. Mama! Ja, Papa? An wie vielten haben wir denn heute? Heute? Den 19. Ja, aber am 19. da darf doch nicht das Haushaltsgeld schon weg sein. Ja, ist es aber. Weißt, das war der Großeinkauf gestern beim neuen Supermarkt. Ja, ich hab die Sonderangebote nutzen müssen. Ah ja, mit dem Ergebnis, dass wir für den Rest des Monats jetzt kein Geld mehr haben. Weißt, Franz, ihr müsst mit dir reden, wegen der Irmgard, der Abteilungsleiterin bei den Damenmoden, du weißt schon. Du lenk jetzt nicht ab. Wo ist denn der Kassenzettel von gestern? Der ist schon irgendwo. Wo? Na, da irgendwo, da der Lange. Weißt, bei ihr hat's einen Diebstahl gegeben. Profis. Ihre besten Stücke sind weg. Und jetzt ist mit ihrer Abteilung natürlich in einem Mordsdefizit. Ah ja, dann haben wir ja was gemeinsam. Ja, und es wäre natürlich gut für Sie, wenn die Sache möglichst schnell aufgeklärt würde. Dann soll sie zur Polizei gehen und eine Anzeige machen. Wir haben ja genug Wege, Beamte. Ja, das hat's ja schon gemacht. Und es hat geheißen, man wird sich kümmern, aber... Ja, wir haben uns halt gedacht, ob man nicht zusätzlich was unternehmen könnte. Machst du jetzt nicht aufhören mit der Person? Ich weiß schon. Sie ist dir unsympathisch, weil es dir einmal widersprochen hat. Damals, wie du gesagt hast, eine Frau ist am besten in der Küche aufgehoben. So habe ich das überhaupt nicht gesagt. Außerdem bin ich dabei, meine Ansichten zu revidieren. Schau, die Irmgard hat gemeint, ob ich nicht auf dich einwirken könnte, dass du einen energischen Nachdruck ausübst auf die Ermittlungen. Ja, da hättest du einen Polizeipräsidenten heiraten müssen. Siehst du, das ist typisch für dich. So reagierst immer, wenn ich dich einmal brauche. 4 Kilo Ochsenfleisch. Wann haben wir ein Ochsenfleisch gehabt? Ja, gerade vorher beim Abendessen. Das war kein Ochs, das war eine alte Kuh. Das war ein junger Ochs? Nein, das war eine alte Kuh. Die Irmgard nimmt dieser Fall halt wahnsinnig mit. Das ist ihre Sache. Aber mir tut's schrecklich leid. Das ist deine Sache. Du bist heute wieder einmal unausstehlich. Mama, das ist wiederum meine Sache. Schon recht. Das war zu erwarten, dass man mit ihm nicht rechnen kann. Ja, ich versuch's noch einmal, weißt, wenn er wieder besser in der Balance ist, stimmungsmäßig. Lass nur, es hat sich was ergeben. Ja? Frau Herzl? Ja, bitte? Könnten Sie bitte mal kommen? Eine von den Verkäuferinnen. Frau Herzl, die Dame hier kommt von der Polizei. Wiederholen Sie doch bitte mal, was Sie heute früh erzählt haben. Alles? Alles. Ja, also, ich war am Sonntag zu Besuch bei meiner Schwester. Sie ist verheiratet, hat 3 Kinder. Der Älteste hat Abitur. Frau und Herzl. Meine Schwester wohnt außerhalb. Ein kleines Reihenhaus mit Vorgarten, sehr hübsch. Ich persönlich bevorzuge eine Stadtwohnung wegen der Nähe zum Arbeitsplatz. Frau Herzl. Also, auf dem Weg zum Bus kam ich an einem Haus vorbei mit einem Ehepaar auf der Veranda beim Kaffee trinken. Und als ich die Frau sah, da fiel es mir wieder ein. Was, Frau Herzl? Diese Frau war an dem Tag da, als die Kleider abhanden kamen. Sie kaufte eine leichte Sommerbluse. Es war ein ruhiger Tag und wir unterhielten uns ein wenig. Eine sehr gebildete Dame mit einer umfassenden Kenntnis über die europäischen Fürstenhöfe. Sie wusste ein paar entzückende Details über das schwedische Königshaus. Und, mit anderen Worten, sie hat sie 10 Minuten lang so gut abgelenkt, dass sie nichts mehr gemerkt haben. Ja, so könnte man es auch nennen. Aber
Danke, Frau Herzl. Bitte. Das könnte eine Spur sein. Es könnte aber auch bloß ein Zufall sein. Auf jeden Fall sollte man sich die Frau mal anschauen. Adresse habe ich. Und das machen wir lieber selber. Dein Mann hat ja andere Sachen im Kopf. Hm? Wo ist das noch? Muss kommen. Gut. Auf Wiedersehen. Ja? Was ist das? Ein Knochen. Ja, das weiß ich selber. Aber was für ein Knochen? Ein großer Knochen. Herrschaft! Ein großer Tierknochen. Aber von was für einem Tier? Du, das tut mir leid, aber ich kenne Tiere an die Gesichter, nicht an den Knochen. Warum? Stimmt was nicht? Das will ich herausbringen, ob da was nicht stimmt. Wo hast du den gefunden? Das war gestern mein Abendessen. Das müsste sie sein. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Direkt fragen können wir es auch nicht. Ich kann unmöglich länger wegbleiben vom Geschäft. Ich werde jemand beauftragen, der sie beschattet. Moment. Das übernehme ich. Im Ernst? Ja, ihr wollt sowieso schon längst wieder mal aus meinen vier Wänden raus. Ich stelle mir draußen ein bisschen auf die Lauer. Kann losgehen. Ja, hallo! Wie geht's dir? Ja, sag mal du, wie laufen denn die Geschäfte? Na ja, Sommerschlussverkauf, du weißt, da ist eine ganze Menge los. Habt ihr schöne Sachen? Sehr schöne Für Sachen. Mich auch schau was dabei. Abgenommen. Ich hab doch nicht abgenommen. Aber das sehe ich doch sofort. Das ist nicht wahr, glaubst du mir? Das letzte Mal ist es so. Du, Amo, wie geht's? Ach, Sommerschlussverkauf. So einen tollen Hut, wo hast du den gekauft? Das sag ich dir nicht. Wo ich diesen Hut gekauft habe, das sag ich. Aber schau mal bitte. Probleme? Alles normal. Gut. Gramm Schinken. 100 Gramm Schinken. 50 Gramm Mettwurst. 50 Gramm Mettwurst. Zwei Regensburger. Zwei Regensburger. Oder haben Sie es eine? Na. 50 Gramm Pressack. 50 Gramm Pressack. 100 Gramm feine Leberwurst. 100 Gramm feine Leberwurst. Und 50 von der groben. Oder haben Sie es eine? Ja. Bitte bedienen Sie den Herrn. Bitte.
Bitte 50 Gramm Aufschnitt und der Geschäftsführer. Das haben sie aber nicht von uns. Nein, nein, der stammt von einem Kollegen von Ihnen, der Ochs. Der Ochs? Es handelt sich doch um einen Ochsen, oder? Ja, wissen Sie, die Ochsen sind nicht alle gleich. Es gibt solche und solche. Aha. Also angenommen, das war kein Ochs, was kann es denn dann gewesen sein? Interessiert Sie das privat oder dienstlich? Dienstlich. In dem Fall bedauere. Für Ermittlungen gegen einen Kollegen lasse ich mich nicht einspannen. Ja, aber Meister, vielleicht könnten Sie mir privat einen Tipp geben, um was für ein Tier es sich da handelt. Auf jeden Fall um ein Säugetier. Weil ein Fisch hat Gräten. Oh, du bist ja da. Was gibt's? Du, ich glaube, ich habe eine Spur. Ich auch. Ah. Ich bin gerade an was dran. Du wirst dich wundern. Ja? Was denn? Kann noch nicht sagen. Weil heute kann man nicht einfach mit einem Verdacht daherkommen. Heute braucht man ganz handfeste Beweise. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja. Vielleicht kann ich mich ein bisschen umsehen. Ja. Da drin haben wir eine schöne Auswahl. Bin ich neugierig. Ich suche was Festliches für den Sommer. Ja, es soll ja ein sehr schöner Sommer werden. Ne? Ja, das sagt man allgemein. Bis zu 30 Grad die nächsten Tage. Da kommt was auf uns zu. Sie entschuldigen mich. Aber ja. Boutique Geier, guten Tag. Oh, Frau Schulz. Ja, was gibt's? Da ist es. Aha. Und wo genau haben Sie dieses Kleid? So. Doch, doch, ich bin interessiert. Ja, bis morgen Nachmittag. Das lässt sich einrichten. Ja. Na, was gefunden? Ah, nein, es war leider nichts dabei, was meinen Vorstellungen entspricht. Wie bedauerlich. Ja, es ist schade. Kann man nichts machen. Vielen Dank. Wiedersehen. Bevor Sie gehen, gestatten Sie mir doch einen Blick in Ihre entzückende kleine bunte Tüte. Ja, aber das ist... Knitterfalten. Man wird es aufbügeln lassen müssen. Ja. Gefällt Ihnen wohl sehr, dieses Modell? Schon lang. Vom ersten Blick an. Ich nehme an, Sie wissen gar nicht, was über Sie gekommen ist. Und Sie tun es auch ganz bestimmt nicht wieder. Und Sie überleben es nicht, wenn Ihr Mann davon erfährt. Habe ich recht? Genau, richtig. Ersparen wir uns das. Sie sind nicht die Erste, die ich erwische. Naja, in der Regel lässt sich mit etwas gutem Willen meist eine Lösung finden. Eine Lösung? Meine Liebe, Sie wissen offenbar gar nicht, dass Sie über ein Talent verfügen, was nicht einfach so in bloßen Amateurstatus stecken bleiben sollte. Ich verstehe nicht. Ich erkläre es Ihnen. Kaffee? Aha. Warst du beim Damenkränzchen? So ungefähr. Tut mir leid. Oh, das macht nichts. Du lass dir erklären. Das Wohnzimmer war wieder nicht aufgeräumt, die Betten waren wieder nicht gemacht, das Geschirr war wieder nicht gespült und mein Hemd ist wieder nicht gebügelt. Aber die Damen sind ja wichtiger wie dein Mann. Du sag mal, Mama, hast du gewusst, dass ein ausgewachsener Ochse fast 17 Zentner wiegt? Nein, Franz, ohne die hätte ich das nie erfahren.
So. Sie haben meine Karte bekommen. Ja, heute Morgen mit der Post. Einladung zur Modenschau ist drauf gestanden. Und die Adresse hier. Ja, das ist unser üblicher Verbindungsweg. Darf ich Ihnen zwei Mitarbeiterinnen von mir vorstellen? Tag. Angenehm. Tja, Erfahrungsaustausch später, zuerst an die Arbeit. Also, das hier, das ist das Geschäft. Die besten Kleider hängen hier auf der dritten Stange. Bei den anderen Sachen haltet ihr euch wie üblich an die teuersten Modelle. Ja? Hier und hier. Wir sind vollständig. Es kann losgehen. Moment, Moment. Ja? Und Sie stellen sich hier in den Laden und passen auf, dass niemand dazwischen kommt. Haben Sie mich verstanden? Ja, ja. Für den Anfang will ich Sie nicht überfordern. Oh, vielen Dank. Sie ist ein Erbstück. Schon drei Generationen in der Familie. Auf den Namen Schildi hört. Gell, Schildi-Maus? Aber jetzt wird's halt schon alt. Vielleicht kann ja der Herr Doktor ein Kraftfutter verschreiben. Haben Sie Ihr Tier nicht dabei? Hm? Haben Sie Ihr Tier nicht dabei? Jojo. Zwei Wachleute in die Damenabteilung, bitte. Zwei Wachleute in die Damenabteilung. Sie hatten recht. Ein Knochen von einem jungen Ochsen ist das nicht. Na, sag's, Herr Doktor, ich hab's ja gewusst und bin kein Doktor. Allein schon wegen der Größe dürfte es sich hier um ein altes Tier handeln. Auch sind hier die Wachstumsfugen schon verknöchert. Und darum handelt es sich um ein ausgewachsenes Tier. Dieser Knochen ist vermutlich von einer ziemlich alten Kuh. Na also, wer hat wieder mal recht gehabt? Ich. Was kriegen? Na, du bist schon da. War was los? Ladendiebstahl. Sonst nix? Hochinteressanter Fall. Na, haben wir doch jeden Tag. Na du, fünf Frauen, fast professionell, sitzen alle drin. Aber erst schauen. Und jede hat die gleiche Ausrede. Mein Mann versteht mich nicht, er hat mich nie verstanden. Das Haushaltsgeld ist zu knapp. Geht sie nur mal von daheim den Herrn mal jetzt im Geschäft an. Du, Franz, wenn wir uns auch vielleicht nicht immer so richtig verstehen und manchmal verschiedene Auffassungen gehabt haben, ich wollte bloß sagen, ich stehe zu dir. Danke, bringst mir ein Eis mit. Auch im Namen aller Kollegen. Soweit die groben Umrisse. Und was die Details angeht, die Fotos werden bereits entwickelt. Ja, ich merke schon, Sie sind gründlich. Ja. Da muss nur der Stift da Eis. Guten Tag. Gut. Guten Tag.
kein Wort. Du sagst nichts ohne Anwalt. Mich wundert ja nur, dass Sie im richtigen Moment an Ort und Stelle waren. Ich hatte einen Hinweis erhalten. Von wem? Von einer Bekannten aus der Branche. Steht gar nicht schlecht. Ich glaube auch. Wir nehmen uns den besten Anwalt. Der haut dir schon wieder raus. Aber na, das bist mir wert. Sahal, kannst weitermachen. Und wenn's wirklich Uhaf gibt, da habe ich Beziehungen. Da sorge ich dafür, dass du wenigstens in die Krankenabteilung kommst. Mein Gott, Franz. So lieb warst du schon lange nicht mehr. Wir müssen aber euch am Parkplatz sind. Aber unsere Aktion war ein voller Erfolg, gell, Herr Schöninger? Welche Aktion? Ja, hast dem du denn gar nichts gesagt? Lasst mir ja nicht reden. Ja, aber das verdanken wir doch alles ihrer Frau. Sie hat sich gestellt, wie wenn sie mitmachen täte. Und bevor sie heute früh weg ist, hat sie mir alle Informationen durchgegeben. Und ich habe dann den Rest in die Wege geleitet. Mit lückenloser Beweiskette, damit die Polizei ja nicht überlastet ist. Ah, schön ist das Kleid, sehr schön. Ja, gell? Steht da gut. Ja, und so preisgünstig. Da schau, da steht schon die Notiz. Die Fleischabteilung im Supermarkt haben sie jetzt tatsächlich geschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass die mindestens einen Waggon importierter Kühe als bestes Rindfleisch verkauft haben. Und ich bin der Einzige, der es gemerkt hat. Chef Franz, es hat einfach nicht jeder deinen Spürsinn. Naja, ich habe ja auch sensible Geschmacksnerven. Wie bist du zu dem Kleid gekommen? Naja, eigentlich wollte ich es ja mitgehen lassen in der Boutique. Als Polizistengattin. Na, sicherstellen als Beweisstück. Und wie mich die Chefin dabei erwischt hat, da hat's gesagt, ich soll es behalten. Als Einstand. Und die Irmgard, die hat's auch nicht mehr mögen, weil Beweisstücke hat's ja jetzt genug. Na, also ganz legal ist das Vorgehen aber nicht. Ja, mei, was ist heutzutage schon ganz legal? Also bei dir tut sich ein Abgrund nach dem anderen auf. Weißt, Franz, was für mich bei der Sache das Härteste war? Wie du reinkommen bist und ich bin da gesessen und du hast geglaubt, ich hätte bei denen ernsthaft mitgemacht. Ja. Mein Gott, Franz. Nach 30 Jahren. Du darfst nicht vergessen, ich bin Polizist. Und du hast es wirklich von mir geglaubt. Mama, wie viel Haushaltsgeld mehr brauchst du? Ja, also, wenn der Gaspreis steigt, dann steigt auch der Strompreis. Und wenn der steigt, dann steigt automatisch alles andere auch. Und ein bisschen was für meine Kleider. In der Regel lässt sich mit etwas gutem Willen meist eine Lösung finden. Eine Lösung? Meine Liebe, Sie wissen offenbar gar nicht, dass Sie über ein Talent verfügen, was nicht einfach so im bloßen Amateurstatus stecken bleiben sollte. Ich? Ich verstehe nicht. Ich erkläre es Ihnen. Kaffee? Aha. Warst du beim Damenkränzchen? So ungefähr. Tut mir leid. Oh, das macht nichts. Du lass dir erklären. Das Wohnzimmer war wieder nicht aufgeräumt, die Betten waren wieder nicht gemacht, das Geschirr war wieder nicht gespült und mein Hemd ist wieder nicht gebügelt. Aber die Damen sind ja wichtiger wie dein Mann.
du sag mal, Mama, hast du gewusst, dass ein ausgewachsener Ochse fast 17 Zentner wiegt? Nein, Franz, ohne die hätte das nie erfahren. So. Sie haben meine Karte bekommen. Ja, heute Morgen mit der Post. Einladung zur Modenschau ist drauf gestanden. Und die Adresse hier. Ja, das ist unser üblicher Verbindungsweg. Darf ich Ihnen zwei Mitarbeiterinnen von mir vorstellen? Tag. Angenehm. Tja, Erfahrungsaustausch später, zuerst an die Arbeit. Also, das hier, das ist das Geschäft. Die besten Kleider hängen hier auf der dritten Stange. Bei den anderen Sachen haltet ihr euch wie üblich an die teuersten Modelle. Ja? Hier und hier. Wir sind vollständig. Es kann losgehen. Moment, Moment. Ja? Und Sie stellen sich hier in den Laden und passen auf, dass niemand dazwischen kommt. Haben Sie mich verstanden? Ja, ja. Für den Anfang will ich Sie nicht überfordern. Oh, vielen Dank. Ist ja ein Erbstück. Schon drei Generationen in der Familie. Auf den Namen Schildi hört. Gell, Schildi-Maus. Aber jetzt wird's halt schon alt. Vielleicht kann ja der Herr Doktor ein Kraftfutter verschreiben. Haben Sie Ihr Tier nicht dabei? Hm? Haben Sie Ihr Tier nicht dabei? Jojo. Kann losgehen. Ja, hallo! Wie geht's dir? Ja, sag mal du, wie laufen denn die Geschäfte? Na ja, Sommerschlussverkauf, du weißt, da ist eine ganze Menge los. Habt ihr schöne Sachen? Sehr schöne Für Sachen. Mich auch schau was dich dabei. Mal, du hast einen Apfel genommen. Ich hab doch nicht einen Apfel aber genommen. Das seh ich doch sofort. Das ist nicht wahr, glaubst du mir? Das letzte Mal gesehen. Du auch, wie geht's? Ach, Sommerschlussverkauf. So einen tollen Hut, wo hast du den gekauft? Das sag ich dir. Wo ich diesen Hut gekauft habe, das sag ich. Aber schau mal, bitte. Probleme? Alles normal. Gut. Schinken. 100 Gramm Schinken. 50 Gramm Mettwurst. 50 Gramm Mettwurst. Zwei Regensburger. Zwei Regensburger. Oder haben Sie es eine? Na. 50 Gramm Pressack. 50 Gramm Pressack. 100 Gramm feine Leberwurst. 100 Gramm feine Leberwurst. Und 50 von der groben. Oder haben Sie es eine? Ja. Bitte bedienen Sie den Herrn. Bitte? Bitte 50 Gramm Aufschnitt und der Geschäftsführer. Das haben Sie aber nicht von uns. Nein, nein, der stammt von einem Kollegen von Ihnen, der Ochs. Der Ochs? Es handelt sich doch um einen Ochsen, oder? Ja, wissen Sie, die Ochsen sind nicht alle gleich. Es gibt solche und solche. Aha.
Also angenommen, das war kein Ochs, was kann's denn dann gewesen sein? Interessiert Sie das privat oder dienstlich? Dienstlich. In de- Gramm Pressack. 50 Gramm Pressack. 100 Gramm feine Leberwurst. 100 Gramm feine Leberwurst. Und 50 von der groben. Oder haben Sie es eilig? Ja. Bitte bedienen Sie den Herrn. Bitte? Bitte 50 Gramm Aufschnitt und der Geschäftsführer. Das haben Sie aber nicht von uns. Nein, nein, der stammt von einem Kollegen von Ihnen, der Ochs. Der Ochs? Es handelt sich doch um einen Ochsen, oder? Ja, wissen Sie, die Ochsen sind nicht alle gleich. Es gibt solche und solche. Aha. Also angenommen, das war kein Ochs, was kann's denn dann gewesen sein? Interessiert Sie das privat oder dienstlich? Dienstlich. In dem Fall bedauere. Für Ermittlungen gegen einen Kollegen lasse ich mich nicht einspannen. Ja, aber Meister, vielleicht könnten Sie mir privat einen Tipp geben, um was für ein Tier es sich da handelt. Auf jeden Fall um ein Säugetier. Weil ein Fisch hat Gräten. Oh, du bist ja da. Was gibt's? Du, ich glaube, ich habe eine Spur. Ich auch. Ah. Ich bin gerade an was dran. Du wirst dich wundern. Ja? Was denn? Kann ich noch nicht sagen. Weil heute kann man nicht einfach mit einem Verdacht daherkommen. Heute braucht man ganz handfeste Beweise. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, vielleicht kann ich mich ein bisschen umsehen. Ja, da drin haben wir eine schöne Auswahl. Bin ich neugierig. Ich suche was Festliches für den Sommer. Ja, es soll ja ein sehr schöner Sommer werden. Ne? Ja, das sagt man allgemein. Bis zu 30 Grad die nächsten Tage. Da kommt was auf uns zu. Sie entschuldigen mich. Aber ja. Boutique Geier, guten Tag. Oh, Frau Schulz. Ja, was gibt's? Ist es. Aha. Und wo genau haben Sie dieses Kleid? So. Doch, doch, ich bin interessiert. Ja, bis morgen Nachmittag. Das lässt sich einrichten. Ja. Ich bin mir draußen ein bisschen auf die Lauer. Kann losgehen. Ja, hallo! Wie geht's dir? Ja, sag mal du, wie laufen denn die Geschäfte? Na ja, Sommerschlussverkauf, du weißt, da ist eine ganze Menge los. Habt ihr schöne Sachen? Sehr schöne Für Sachen. Mich auch schau was dabei. Abgenommen. Ich hab doch nicht abgenommen. Aber das sehe ich doch sofort. Das ist nicht wahr, glaubst du mir? Das letzte Mal gesehen. Du auch, wie geht's? Ach, Sommerschlussverkauf. So einen tollen Hut, wo hast du den gekauft? Das sag ich dir nicht. Wo ich diesen Hut gekauft habe, das sag ich. Aber schau mal,
Probleme? Alles normal. Gut. Gramm Schinken. 100 Gramm Schinken. 50 Gramm Mettwurst. 50 Gramm Mettwurst. Zwei Regensburger. Zwei Regensburger. Oder haben Sie es eine? Na. 50 Gramm Pressack. 50 Gramm Pressack. 100 Gramm feine Leberwurst. 100 Gramm feine Leberwurst. Und 50 von der groben. Oder haben Sie es eine? Fast professionell. Sitzen alle drin. Aber erst schauen. Jede hat die gleiche Ausrede. Mein Mann versteht mich nicht. Er hat mich nie verstanden. Das Haushaltsgeld ist zu knapp. Die ziehen aber von daheim den Herrn jetzt im Geschäft um. Du, Franz, wenn wir uns auch vielleicht nicht immer so richtig verstehen und manchmal verschiedene Auffassungen gehabt haben, ich wollte bloß sagen, ich stehe zu dir. Danke. Bringst mir ein Eis mit. Auch im Namen aller Kollegen. Soweit die groben Umrisse. Und was die Details angeht, die Fotos werden bereits entwickelt. Ja, ich merke schon, Sie sind gründlich. Ja. Da muss mir über Stift der Eis. Guten Tag. Gut. Du sagst nichts ohne Anwalt. Mich wundert ja nur, dass Sie im richtigen Moment an Ort und Stelle waren. Ich hätte einen Hinweis erhalten. Von wem? Von einer Bekannten aus der Branche. Steht gar nicht schlecht. Ich glaube auch. Wir nehmen uns den besten Anwalt. Der haut dich schon wieder raus. Aber ich... Na, das bist mir wert. Sahal, kannst weitermachen. Und wenn es wirklich Unhaft gibt, da habe ich Beziehungen. Da sorge ich dafür, dass du wenigstens in die Krankenabteilung kommst. Mein Gott, Franz. So lieb wirst du schon lange nicht mehr. Wissen wir, wo ich am Parkplatz sind? Aber unsere Aktion war ein voller Erfolg, gell, Herr Schöninger? Welche Aktion? Ja, hast dem du denn gar nichts gesagt? Lasst mir ja nicht reden. Ja, aber das verdanken wir doch alles Ihrer Frau. Sie hat sich gestellt, wie wenn sie mitmachen tät. Und bevor sie heute früh weg ist, hat sie mir alle Informationen durchgegeben. Und ich habe dann den Rest in die Wege geleitet. Mit lückenloser Beweiskette, damit die Polizei ja nicht überlastet ist. Ah, schön ist das Kleid, sehr schön. Ja, gell? Steht da gut. Ja, und so preisgünstig. Da schau, da steht schon die Notiz. Die Fleischabteilung im Supermarkt haben sie jetzt tatsächlich geschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass die mindestens einen Waggon importierter Kühe als bestes Rindfleisch verkauft haben. Und ich bin der Einzige, der es gemerkt hat. Chef Franz, es hat einfach nicht jeder deinen Spürsinn. Naja, ich habe ja auch sensible Geschmacksnerven. Wie bist du zu dem Kleid gekommen? Naja, eigentlich wollte ich es ja mitgehen lassen in der Boutique. Als Polizistengattin. Na, sicherstellen als Beweisstück. Und oder haben Sie es eilig? Ja. Bitte bedienen Sie den Herrn. Bitte? Bitte 50 Gramm Aufschnitt und der Geschäftsführer. Das haben Sie aber nicht von uns. Na, der stammt von einem Kollegen von Ihnen, der Ochs. Der Ochs? Es handelt sich doch um einen Ochsen, oder? Ja, wissen Sie. Die Ochsen sind nicht alle gleich. Es gibt solche und solche. Aha. Also angenommen, das war kein Ochs. Was kann's denn dann gewesen sein? Interessiert Sie das privat oder dienstlich? Dienstlich. In dem Fall bedauere. Für Ermittlungen gegen einen Kollegen lasse ich mich nicht einspannen. Ja, aber Meister, vielleicht könnten Sie mir privat einen Tipp geben. Um was für ein Tier es sich da handelt. Auf jeden Fall um ein Säugetier. Weil ein Fisch hat Gräten. Oh, du bist ja da.
Was gibt's? Du, ich glaube, ich habe eine Spur. Ich auch. Ah. Ich bin gerade an was dran. Du wirst dich wundern. Ja? Was denn? Kann noch nicht sagen. Weil heute kann man nicht einfach mit einem Verdacht daherkommen. Heute braucht man ganz handfeste Beweise. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, vielleicht kann ich mich ein bisschen umsehen. Ja. Da drin haben wir eine schöne Auswahl. Bin ich neugierig. Ich suche was Festliches für den Sommer. Ja, es soll ja ein sehr schöner Sommer werden. Ne? Ja, das sagt man allgemein. Bis zu 30 Grad die nächsten Tage. Da kommt was auf uns zu. Sie entschuldigen mich. Aber ja. Boutique Geier, guten Tag. Oh, Frau Schulz. Ja, was gibt's? Da ist es. Aha. Und wo genau haben Sie dieses Kleid? So. Doch, ich bin interessiert. Ja, bis morgen Nachmittag. Das lässt sich einrichten. Ja. Na, was gefunden? Ah, nein, es war leider nichts.